Frauenpower braucht das Land und deshalb auch eine gute Frauenpolitik. Frauenlandesrätin Doris Hummer rief daher das Frauenzukunftsforum Oberösterreich ins Leben, das heuer bereits zum dritten Mal die Scalaria in St. Wolfgang zum Treffpunkt meinungsbildender Frauen machte. Ich wollte nicht eine Frauenpolitik machen in Oberösterreich, die sich rein aus der Theorie ableitet. Sondern man schlägt in den Büchern nach, was brauchen Frauen, und dann entwickeln wir Maßnahmen und machen irgendwelche Programme. Sondern ich wollte wirklich die Oberösterreicherinnen befragen und habe sie deswegen eingeladen zum ersten Zukunftsforum hier vor 3 Jahren, wo es darum gegangen ist, wirklich mal vom Bottom up zu erfahren, woran krankt es im Land Oberösterreich, dass Frauen noch nicht alle Chancen und alle Möglichkeiten haben. Frauen gestalten Zukunft, lautet die Devise, und mit dieser Zukunftsgestaltung wurde gleich nach dem ersten Zukunftsforum begonnen. Es war ein erfolgreicher Start. Wir haben hier wirklich diese Knackpunkte auch identifiziert, und einer war zum Beispiel der Themenbereich Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das beschäftigt fast alle Frauen. Und dementsprechend haben wir gerade für diesen Bereich auch eigene Maßnahmen initiiert. Wie zum Beispiel, dass wir uns gerade in der Kinderbetreuung besonders um den Ausbau der unter 3-jährigen Plätze angenommen haben. Die haben wir verdoppelt seit 2009. Wir haben ein eigenes Karenzmanagementsystem entwickelt in Oberösterreich, ein Kompetenzzentrum, welches Unternehmen berät, wie Karenzzeiten von Müttern und Vätern organisiert gehören, damit sie nicht negativ für die Frauen wirken. Das sind nur 2 kleine Projekte, die wir im Zuge des Frauen-Zukunftsforums entwickelt und umgesetzt haben, als Beispiel. Hochkarätige Referentinnen sprachen und diskutierten über die Herausforderungen in den Frauenlebenswelten, um daraus weitere konkrete Vorschläge für die Frauenpolitik in Oberösterreich abzuleiten. Sie müsste sich dahin entwickeln, dass wir weniger sozial-ökonomische Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehen. Wir haben immer noch enorme Einkommensunterschiede. Wir haben immer noch enorme Unterschiede in der Zeit, die Männer und Frauen arbeiten. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Zeit umverteilen, dass Männer etwas weniger arbeiten, Frauen etwas mehr arbeiten, sodass dann auch die Bedingung überhaupt der Möglichkeit gegeben ist, dass man sich auch die Hausarbeit, die Erziehungsarbeit, die Pflege der Eltern, aber auch so etwas wie Weiterbildung leisten kann. Da müssen wir hin, eine Zeitpolitik. Und eine Zeitpolitik ist dann auch eine Lohn- und Einkommenspolitik. Ich denke, dass der Drang oder das Drängen der Frauen in die Vollzeiterwerbstätigkeit eine Sackgasse ist. Ich sehe 2x40 oder 50 Stunden als eine Katastrophe an. Und das muss natürlich so sein, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Aber es könnte durchaus so sein in einem reichen Land wie Österreich oder Deutschland oder die reichen Länder der EU, dass man von 30 Stunden leben können muss. Dazu muss man natürlich Mindestlöhne schaffen und dafür sorgen, politisch dafür sorgen, dass das möglich ist. Das dritte Frauen-Zukunftsforum stand unter dem Motto „Das Frauen-Mut-Programm" und behandelte die Herausforderungen und Bedürfnisse der oberösterreichischen Frauen in der Generation 45+. 45+, deswegen, weil wir haben uns ganz stark mit der Vereinbarkeit Familie Beruf jetzt beschäftigt. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht blind sein sozusagen auch auf anderen Themenfeldern. Und deswegen haben wir uns gedacht, über 45 hat man diesen Themenbereich entweder schon relativ gut im Griff oder vielleicht schon abgehakt. Deshalb dort den Schwerpunkt in den Workshops. Warum Mutprogramm? Weil es immer noch darum geht, den Frauen Mut zu machen. Bei den besonderen Herausforderungen, die sie haben, sich durchsetzen zu können oder eben auch bei schwierigen Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich als Alleinerzieherin meinen Haushalt organisieren muss, dass wir hier auch Unterstützungsmechanismen zur Verfügung stellen. Dass wir genau dort auch ansetzen mit Mutprogrammen, aber auch mit Unterstützungsprogrammen, wie zum Beispiel Beratungstage an den Bezirkshauptmannschaften, wo man zu allen Themenbereichen wie auch Scheidung oder dergleichen auch Fragen stellen kann. Auch dieses Frauen-Zukunftsforum zeigte, es geht etwas weiter in der oberösterreichischen Frauenpolitik, aber es muss und wird auch noch einiges weitergehen.